unsere Gruppe hat ein Werkzeug, eine Plattform entwickelt, in der zwei Ideen zusammengebracht werden. Zum einen die Idee, nämlich der Autor möchte ein Buchprojekt schreiben und weiß nicht, bei welchem Verlag er das publizieren möchte und möchte dabei am besten noch die bestmöglichen Konditionen haben. Auf der anderen Seite haben wir den Verlag mit seinen Programmplanern und Lektoren, die auf der Suche nach neuen Autoren und nach neuen Projekten sind. Und unsere Plattform, die wir intern erstmal Matchbox nennen, matcht diese beiden Interessen, nämlich bringt die das Suchinteresse der Autoren für einen Verlag auf der einen Seite zusammen mit dem Interesse der Lektoren für neue Themen und Autoren. Und wir wollen auf unserer Plattform im Grunde genommen das zusammenbringen mit dem Ziel, dass Lektoren schneller in ihrer Programmplanung sein können, schneller neue Projekte finden, effizient in ihre Akquise gestalten können. Auf der anderen Seite die Autoren wiederum die Chance haben, schnell ihre Ideen publizieren zu können in einer größeren Plattform und einen Verlag finden für ihre Ideen. Wir stellen uns das so vor, dass also vor dem Hintergrund des Self-Publishing immer mehr Autoren auf den Markt drängen, auf der anderen Seite Autoren und Lektoren aber auch nur eine gewisse Zeit haben für die Akquise und letztendlich auch nur in ihren eigenen Netzwerken arbeiten. Das heißt, es sind sowohl auf der einen Seite Autoren haben ein Informationslimit, die kennen nämlich keinen in den Verlagen, gerade neue Autoren, und auf der anderen Seite die Lektoren, ich will mal sagen, ein Netzwerklimit haben. Sie arbeiten auch meistens nur mit ihren Lektoren, mit ihren Autoren in ihren Netzwerken. Möchten Sie aber neue Ideen haben für Publikationsplanungen, dann ist es schwierig, da muss man in neue Netzwerke eintauchen und das dauert Zeit. Und wir bringen das mit Matchbox zusammen, sodass es relativ schnell geht. Das heißt, Autoren und Lektoren/Verlage sich zusammenfinden. Das ist eigentlich die Idee dahinter.